Spiel zu zweit heißt die Reihe der Dresdner Philharmonie, deren Prinzip darin besteht, philharmonische Musiker und Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene zusammenzubringen und Miniaturkonzerte zu veranstalten. Heute zu Gast Katja Erfurt, Tänzerin aus der freien Szene, und Daniel Thiele, Cellist der Dresdner Philharmonie. Frau Erfurt, wie stellt sich für Sie die gegenwärtige Situation dar? Womit haben Sie sich zuvor beschäftigt und wie sieht jetzt der Alltag aus? Ja, es gab natürlich einen riesen Einschnitt für uns alle, die wir frei agieren. Wir sind völlig rausgerissen aus Prozessen. Wir arbeiten ja immer an vielen Dingen zur gleichen Zeit. Also da ist was erst am ganz, in den Anfängen am Entstehen, am Konzept entwerfen. Da ist was am Proben, da wird was wieder aufgenommen, wo die Vorstellungen schon stattgefunden haben und eben wiederholt werden. Da gibt es Projekte mit Schülern, es gibt Workshops. Also für uns Tänzer ist ja auch der Arbeitsalltag sehr weit gefasst. Wir sind ja nicht nur auf der Bühne, wir unterrichten, wir choreografieren. Also wir sind wirklich Tanzschaffende im weitesten Sinne. Und da gibt es natürlich jetzt eine ganz große Lücke, die uns aus vielen Prozessen herausgerissen hat. Das Schlimme ist, dass die Situation anhält. Die Einladung hierher empfinde ich als ein wirklich wunderbares Zeichen. Daniel Thiele, die Zusammenarbeit mit Katja Erfurt beginnt ja nicht erst heute, sondern ich glaube, das ist schon eine längere künstlerische Partnerschaft. Ja, das stimmt. Das sind schon 20 Jahre. Fast 20 Jahre. Ja. 2001 hatten wir unsere erste Premiere zusammen. Genau, und auch mit dieser Dedo-Suite. Das war eingebettet in ein größeres Konzept. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und daraus folgten dann nach und nach Ideen, was wir tun können außerhalb von Bach, was wir noch hier integrieren können. Und das war toll, dass mich damals Katja gefragt hat. Ein Solostück von Johann Sebastian Bach, das man eigentlich als konzertantes Werk kennt, jetzt in einer choreografischen Fassung. Warum? Ja, die Frage wurde schon oft gestellt. Ich habe auch gehört, ich brauche das Optische nicht, um Bach zu hören. Das ist legitim, aber mich hat als Musiker immer beschäftigt, ja, warum spiele ich jetzt hier eine Suite, die besteht aus lauter Tanzsätzen und ich habe gar keine Ahnung, was da passiert. Also ich habe kein Bild vor Augen, ich sehe keine rhythmischen Bewegungen. Vielleicht habe ich mal ein Menuett in einer höfischen Szenerie gesehen, in einem Film. Aber das ist genau der Punkt, der bereichernd ist oder der eigentlich notwendig ist, um diese Musik zu spielen, das Wissen um die Hintergründe. Bach hat ja nicht nur Tanzmusik für Soloinstrumente geschrieben, sondern die bekannten Suiten für Orchester. Und für mich war das die Bereicherung mit einer Ausdruckstänzerin, die in einer ganz anderen Traditionslinie, wenn ich an Durchbacher, an Marie Wigman und Grete Paluca denke, steht. Und das springt ganz viel dadurch zurück in das Interpretieren, wenn man weiß, man arbeitet in so einem Kontext und kann den Ausdruck konkretisieren. Die letzte Frage. Die Zusammenarbeit wird auch fortgesetzt. Wir haben ja etwas geplant für die kommende Saison und wir hoffen, dass wir dann wieder ganz normal spielen dürfen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Ja, am 27. September sind wir zusammen auf der großen Bühne mit Florian Mayer, mit der Geige. Wir haben da ein gemeinsames Programm oder mehrere Programme. Und in diesem Fall geht es um das Jubiläumskonzert unseres Ensembles. Es geht aber auch vordergründig um den Bezug zu einem experimentellen oder Fortschrittskonzert von Erwin Schulhoff, das dann genau vor 100 Jahren stattfand. Und wir wollen die Musik von Schulhoff spielen. Wir werden gemeinsam auch wirst du tanzen zur Musik, zu einem Duo von Erwin Schulhoff für Geige und Cello. Und so geht unsere Zusammenarbeit immer weiter. Es ist schön, dass wir dann auch in der Philharmonie die Chance haben und die große Bühne, uns auf der großen Bühne bewegen können und den Raum dafür haben mit der Akustik. Das ist für uns ein schönes Ziel und davon gehen wir aus, dass wir dort wieder zu sehen sein werden. Aber jetzt hören wir Johann Sebastian Bach, die Dedo-Suite. Thank you.
Thank you.
Musik.